Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Unboxing des Beyerdynamic DT 770 Pros. The Studio Legend. Vielen Dank für eure Hilfe diesbezüglich, also was ich mir wohl für ein Headset bzw. Kopfhörer kaufen soll. Viele haben mir zu Headsets geraten, aber als ich dann mit der Information rauskam, dass ich kein Mikrofon brauche, beziehungsweise dass der Kopfhörer kein Mikrofon haben muss, habt ihr mir dann zu diesem Beyerdynamic geraten. Das ist das, das ich für meine Zwecke benötige, also sprich für Video-Editing, Zocken und weiterer Firlefanz. Die Verpackung ist schon mal ganz schick. Man kann hier, wie man sieht, den Deckel öffnen und hat dann diverse Informationen, unter anderem, dass man alles austauschen kann. Jedes Teil ist austauschbar. Die Qualität ist richtig nice, also was wahrscheinlich jedes Produkt von sich selbst behauptet. Und dass man sich auf den Sound verlassen kann, ja. Und da rechts dann noch ein paar Infos zu den weiteren Produkten und zu dem Produkt an sich auch nochmal. Durch diesen aufklappbaren Deckel kann man die Kopfhörer aber nicht entnehmen. Man kann dann einfach wieder schließen und das Teil ganz normal oben öffnen. Dieses Enjoy ist natürlich auch sehr schön gemacht, also ein netter kleiner Einfall. Ja, und da ist es auch schon. Die Kopfhörer liegen auf so einem Pappgestell. Hier sind dann natürlich die üblichen Dinge, die üblichen Zettelchen, die halt immer bei Elektronik dabei liegen, Gebrauchsanweisungen, Garantien und pipapo. Hier sieht man das Teil nochmal im Ganzen, also wie es eben gelagert ist. In dem Mittelstück ist das Kabel, wie man auch gleich sieht, da ist das Kabel einfach aufgerollt und liegt eben da drin. Dazu gab es auch noch so ein Täschchen zum Transport. Das wusste ich gar nicht, dass das da mit dabei ist. Ich weiß nicht, ob ich sowas brauche, da ich das Teil eh nur stationär hier benutze und mir nicht vorstellen kann, dass ich damit mal rumfahre, aber Zusatz ist natürlich immer willkommen, ganz klar. Gehen wir nun etwas näher an den Kopfhörer heran. Also er hat außen so eine Struktur, wie man hier sehen kann. Die kann man auch erfühlen. Der Name steht mit drauf. Auf dem Kopfhörerpolster ist Velour, das sich sehr schön anfühlt. Hier sieht man auch nochmal das Kabel, wie es eben aus dem Karton rauskommt. Also es ist in dem Karton drin und schlackert da nicht irgendwie in diesem gesamten Paket rum. Es ist von vornherein diese große Klinke draufgedreht. Man kann sie aber einfach abdrehen, wie man hier sieht. Und schon hat man die kleine Klinke, um sie direkt in die Soundkarte zu stecken, beziehungsweise ins Mainboard halt. Also ich habe das Teil bei mir einfach nur im Mainboard drin. Und habe damit wirklich optimale Ergebnisse. Ich habe kein Rauschen oder sonst was. Es gibt aber natürlich mitunter Unterschiede. Also es kann auch sein, dass es vor sich hin rauscht, dass man, wenn man die Lautstärke hochdreht oder gar nicht so hochzudrehen braucht, dass man dann schon ein Rauschen hört, je nachdem, wie euer System eben gebaut ist und was es vielleicht sogar schon für Macken hat. Also möglicherweise empfiehlt sich da dann auch eine kleine Soundkarte dafür. Aber ich habe es ohne Soundkarte einfach nur im Mainboard und bin zufrieden. Ich habe dann so ein bisschen mit der Verpackung gekämpft, musste mir dann eine Schere holen. Und da unten sieht man zwei kleine Haare von der Katze. Die hat nämlich auch mitgeholfen, aber diesmal war sie nicht im Video mit dabei. Die war im Vorfeld auf dem Tisch und ist da rumgewuselt und hat an dem Karton gerochen. Die letzten paar Unboxings war sie dabei. Ich weiß, seid nicht traurig. Das nächste Mal ist sie wieder mit am Start. Ja, und hier sieht man mich halt noch, wie ich das Teil aufhab. Wirklich ein schöner, ein sehr schöner Kopfhörer. Und für mich qualitativ das Beste, das ich jemals besaß. Also tatsächlich auch wirklich jemals besaß. Ich habe früher immer nur solche 5-Euro-Teile aus dem Kaufland gehabt. Mein letztes Headset war das Logitech G430. Das war zwar schon nicht schlecht, also das würde ich jetzt nicht als Billig-Headset bezeichnen, aber im Vergleich zu diesem hier ist es natürlich nicht so hochwertig und so weiter und so fort. Das ist halt dann doch nochmal eine ganz andere Liga. Mit den Kopfhörern bin ich wirklich sehr zufrieden und ich bedanke mich hier nochmal bei euch für euren tollen Rat bezüglich der Kopfhörer, was es sein soll und so weiter und so fort. Live kann man sich die Teile dann heute Abend im Livestream anschauen. Um 22 Uhr geht's wieder rund auf Twitcherini. Der Link ist in der Beschreibung und auch im angepinnten Kommentar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.